Willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Breezy Shark. Heute zeige ich dir einen kleinen Trick in dem Game Risen. Ja, es geht darum, wie man kann als Bandit Magie benutzen. Wie ihr ja seht, bin ich ein Bandit. Ich habe ja schließlich auch eine Axt und ein Schild und einen Bogen. Und in Risen ist es normalerweise so, dass man Magie nur als Ordenskrieger oder als Magier, wie zum Beispiel Ignatius hier, kann benutzen. Aber als Bandit kann man das nicht. Ich zeige dir jetzt dennoch einen Trick, wie du trotzdem kannst als Bandit Magie benutzen. Auch wenn die Magie nicht für Bandite vorbestimmt ist. Und ja, dafür musst du eigentlich nur sicher etwas im Inventar haben, nämlich einen Kristall. Ich habe jetzt ein Feuerkristall, damit ich dann kann Feuerbälle beschwören. Wie ihr ja seht, geht das aber nicht, weil ich habe nicht mal Fähigkeitsstufe 1 vom Feuerball. Und ja, wir müssen jetzt ein Amulett schmieden, damit wir Feuerbälle benutzen können. Aber zuerst hier noch einen Gegner erledigen. So. Ja, der nervt sonst nur. Also, wir müssen zuerst mal zur Goldschmiede und ein Amulett schmieden, damit wir dann diesen Feuerball benutzen können. Cyrus muss hier zuerst mal weg. Du sollst in die Tempelhalle gehen. Ja, so. So, also wir müssen jetzt an die Goldschmiede und wir müssen jetzt ein spezielles Amulett schmieden, nämlich das hier, Amulett des Magiers. Dafür braucht ihr ein paar Goldbrocken und einen Saphir. Und natürlich Schmiedenstufe 3. Und wie ihr hier schon seht, es erhöht Feuerball, Frost und magisches Geschoss plus 2. Also wenn ich dann dieses Amulett hier trage, dann kann ich den Feuerkristall benutzen. Und das selbst als Bandit. Natürlich ist es dann auch nur auf Stufe 2. Das ist natürlich nicht sehr hoch. Aber man kann Magie benutzen als Bandit. Das sieht gut aus. Also jetzt muss ich zuerst mal mein anderes Amulett ablegen. Mein Stärke-Amulett. So kann ich meine Waffe nicht mehr tragen. Ja, dafür kann ich jetzt meine Axt nicht mehr tragen. Und wenn ich jetzt den hier, dieses Amulett anziehe und jetzt den Feuerkristall auswähle. Ihr seht jetzt hier schon, es steht 2 von 1. Also jetzt kann ich den Feuerkristall benutzen. Genau. Wie ihr seht, funktioniert es. Als Bandit kann ich Feuerbälle schießen. Ist das nicht geil? Können wir schnell noch ausprobieren. Genau. Ihr seht, funktioniert das ganz gut. Okay, den erledigen wir noch schnell. Genau. Gut gemacht. Also, wie ihr seht, funktioniert das. Man kann als Bandit sogar auch Magie benutzen anhand dieses Trickes hier mit dem Amulett. Ich habe nicht mehr genug Mana. Ich bin mir sicher, es gibt Leute von euch, die noch Risen spielen und vielleicht habt ihr mal Lust als Bandit auch etwas mit Magie herumzuspielen. Dann müsst ihr einfach nur dieses Amulett hier herstellen und tragen und dann könnt ihr selbst als Bandit auch Magie benutzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie mir in die Kommis. Nicht genug Mana. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.